und sag, ja, das war's jetzt. Gratulation. Forward unto slaughter. Now is my time. The eye sees, I move. For chaos. For chaos. For chaos. Come, come, let me tempt you. Ach, jetzt geht's schon wieder um irgendwelche Körpergrößen im Stream-Chat. Da muss ich da ja nicht hingucken. Weil jeder weiß, der Imperator ist der Größte. Moment, jetzt ist hier Grasland, Chaoskorruption plus 6%, 37% aktuell. Ach so, das gehört dann zu was anderem. Da ist Bastone und das ist eine andere Provinz, das ist nämlich Bordelux. Are you a god? Ich kann alle Nachrichten lesen. Proof ist ein Money Boy. Ich hoffe, das ist jetzt einfach nur so gesagt und nicht darauf basierend auf den einen Typen, der auf YouTube auch unterwegs ist. Gestern hatte ich übrigens eine Unterhaltung mit meiner Patenkind. Da es ja hier auch noch so viele andere YouTuber gibt in meiner Region. Und auch irgendwie CubeCrafter hier aus der Ecke kommen soll. Wo ich dann meinte, ja, kann sein, keine Ahnung. Da meinte ich, was macht der für Sachen? Meinte sie, ja, keine Ahnung. Aber irgendein Kollege kennt den und bla bla bla. Und ich so, ja, okay, da habe ich den irgendwie gesucht, habe mir die Videos angeguckt. Ich berühre Möpse, mein erstes Mal. Das ist meine Kartoffelkanone. Und also ein Scheiß habe ich direkt gemeint. Also er macht dieselbe Scheiße wie jeder andere. Also nichts Eigenes, sondern einfach Copy-Paste von internationalen Videos. Du meinst, nein, der ist voll cool. Keine Ahnung. Es sind natürlich alle mit mir verfeindet, weil ich das Chaos bin. Das Chaos kann keine Freunde haben. Ja, ist dasselbe Patenkind, was auch bei mir auftauchen wollte. Man kann, glaube ich, nur eine Patenschaft übernehmen. CubeCrafter? Ist es CubeCrafter oder... Ach, ich weiß es auch nicht. Eigentlich ist es mir egal. Irgendwann mache ich auch ein Video, was einfach heißt... Mein erstes Mal. Und dann lasse ich eine Kartoffel auf den Boden fallen. Dann sage ich, das ist das erste Mal, dass ich bewusst eine Kartoffel auf den Boden fallen gelassen habe. Dann sagen, er hat eine Kartoffel runtergemacht. Und dann mache ich noch ein bisschen Beef gegen andere. Bitte, ich habe da eine Bitte einfach an YouTube. Ich habe eine Bitte an jeden produzierenden Menschen auf YouTube. Entweder macht ihr das, was ihr wollt. Halt, okay, Let's Play muss nicht kreativ sein irgendwo. Klar, man muss ein bisschen reden können, man muss ein bisschen spielen können, man muss das spielen können. Oder es muss ein Spiel sein, was interessante Geschichten bietet letztendlich. Und dazu muss man irgendwie in irgendeiner Form sympathisch sein. Und... Aber versucht doch mal einfach. Ihr habt die Möglichkeit, ihr seid auf einem unglaublich freien Feld, auf einer Plattform, wo man eigentlich nahezu alles machen kann. Und versucht doch einfach mal als... deutsche Nation, als eine Nation, auf die wir stolz sein können, selbst was zu machen.
und nicht amerikanisches YouTube zu gucken und dann einfach die Sachen zu kopieren. Concrafter, das kann's sein. Es wäre wundervoll. Ich würde es sehr feiern. Es hat nichts mit qualitativ hochwertig sein zu tun, es hat einfach damit zu tun, zeigt doch mal, dass das Land der Denker und Dichter noch in der Lage ist, irgendwas zu schaffen, was in irgendeiner Form neu ist. Und natürlich könnt ihr einen 12-Jährigen irgendwo begeistern, teilweise mit einfachen Sachen, als einen 25-Jährigen, der schon mehr gesehen hat, der hat schon gesehen, wie ein Kopf seinen eigenen Fuß isst und all so ein Kack. Da kommt es natürlich nicht um die Ecke kommen und mit irgendwelchen Tipps aus dem Yps-Heft, die dann so begeistern, dass dann letztendlich jeder sagt, boah, geil. Food. Never stop. Let's be about this. Ready. Es macht mich einfach fertig. Bring my mirror shield. Kill them. So, ganz viel Krimskrams fertig. In der Stadt Bogenschützen und Reiter, Ritter des Königs. Da freue ich mich ja schon. Blitzschlag bringt mir hierbei gar nichts. Lustig, dass die andere Armee dabei mir kaum Vorteile bringt. Man sollte dummen Menschen keinen YouTube-Kanal geben. Der Gag ist einfach, auf YouTube hat sich halt die Sache etabliert, die man im Fernsehen halt auch gesehen hat. Es ist halt die Sache, man muss halt von oben nach unten schauen können. Also man, entweder muss jemand sein, der auf jeden Fall dümmer als ich rüberkommt, weil dann letztendlich fühle ich mich besser beim Gucken von ihm und denke mir die ganze Zeit, ach, was fällt dem da für eine Scheiße ein? Das wird mir nie einfallen, weil ich halt ein Gehirn habe. Oder du machst halt wirklich was, was wirklich das Schwierigere ist. Du wirst in der Persönlichkeit, die irgendwas wirklich bewirkt und wo dann Leute nach oben schauen eher als nach unten, um sich besser zu fühlen. Und das ist einfach. Es tut mir leid, YouTube ist in vielen Bereichen das neue RTL geworden. Und ich habe es schon mal erwähnt, es ist auch ein bisschen das Big Brother 2.0, beziehungsweise 3.0 schon, weil, oder 5.0, weil 2.0 war dann irgendwie, jetzt kommen Männer und Frauen rein, oder ne, war glaube ich von Anfang an schon gemischt, das 3.0 war jetzt Filme, die beim Sex noch 4.0 war dann, jetzt machen wir noch ganz viele dämliche Spiele da drin. Und 5.0 ist jetzt haben die Big Brother Kandidaten unterschreiben nicht mehr einen Vertrag bei RTL, wo sie angepisst werden, sondern machen irgendwelche Kanäle, wo sie die ganze Zeit erzählen, ja, guck mal, wie ich rumlaufe. Guck mal, wie ich euer Geld in Hollywood ausgebe. Ist das nicht toll? Während ich Urlaub hier mache. So läuft das, Leute. Schaut, ein neues Longboard. Ich glaube, letztens hat mich irgendjemand wirklich gefragt im Chat, ob ich ein Longboard habe. Tut mir leid, ich habe natürlich kein Longboard. Was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, als ich noch Skateboard gefahren habe, hatte jeder ein Longboard. Genau, weil ich noch so ein 80er-Jahre-Langtröten-Ding habe. Der Proof ist froh, dass er sich auf Inliner letzte Woche nicht getötet hat. Da brauche ich dann auch kein Longboard. Na komm, bewegt euch und macht das Tor kaputt.
Ketten los. Ja komm, da sind die Leitern. Ach, Ritter des Königs direkt dahinter. Scheint aber nicht viel auf den Mauern zu sein. Kann natürlich auch daran liegen, dass die sehr viele Reiter haben. Ach so, hey, die Kanone ist kaputt gegangen. So, alle einfach rein. Ich glaube, es sind einfach zu viele. Keiner kommt dazu, den wirklich vernünftig zu schlagen. Ich glaube, Longbots sind schon wieder total out. So, dann versuchen wir mal, unsere Truppen, die auf die Mauer kamen, da hinten hinzusetzen. Infanterie ist so toll. An sich spritzt viel mehr Blut als Menschen da sind. Willst du die Lanze nicht mal endlich umbringen? So, ran da. Obwohl wir schon hier unterwegs sind, nach da hinten, dann lass uns doch mit denen von ganz hinten kommen. Oder hier vier von der Seite. Oder hier gerade die paar, die hier stehen. Und ihr lauft bitte ganz außen rum.
die Ritter des Königs sind natürlich jetzt gefährlich. Obwohl die Moral ist ja schon total am Ende von denen. Genau, splattert die mal alle weg. Und du rennst immer noch der berühmten Lanze hinterher. Und ihr lasst euch hier von einer Truppe aufhalten. Sieht aber gut aus, alle gewinnen. Ein großer Knubbel Laserlanzen. Ja, das Chaos wird heute nicht fertig. Da gebe ich euch recht. Are you a god? Moving. Boah, Chaos-Korruption plus 6%. What? I'll move, I suppose. Wo will denn Estalia überhaupt hin? Wow, so viel Kohle. Das ist so schnell auch wieder alles weg. Bring them to ruin. Ready. Blood for the blood god. Können wir wenigstens die Armee blockieren? Danke. For this order. I'll ignore that. Bring ruin. You. For chaos. Bevölkerungsüberschuss 50. Despoilers come. Onward to destruction! Dominance! Oh, Mann! Ich muss mal wirklich so einen ganz typischen Streaming-Katalog aufstellen. Die Nons und Cons. Moment. Was ich darf und was ich nicht darf im Livestream. Kacken. Hail the slaughterer! Wipe them out! Kacken im Livestream kommt immer schlecht. What you ask is impossible. Are you a god? Bring ruin. Combat to the death. Schön, Einheit angreifen hat funktioniert, aber warum hat er nur 50% seiner Einheiten? Fool. Oh nein, kritisch gescheitert. You dare.
bei 15% kritischer Erfolg. Das kann ruhig mal häufiger passieren. So, kick die mal raus. Dann filmen wir mal ein bisschen nach. Und dich fülle ich nächste Runde auf. Wie die Zeit da ist. Ach, die Armee flieht. Ob ich noch über 500.000 Geld zusammenkriege? So, hast du irgendeinen Gegner in der Nähe, der dich stören könnte? Gerade nicht. Die eine Armee ist, glaube ich, geflohen. Und sonst ist alles voll mit Chaos. All is well. So, dann schmeiße ich die mal zusammen. Und filmen wir auch wieder auf. Jetzt überlege ich gerade den Blutbestien-Streitwagen. Kann ich auch drauf verzichten. Wir gehen einfach mit den ganzen Chaos-Truppen immer wieder durch. Vor allem bei den ganzen Belagerungsschlachten ist das wirklich das Hilfreichste. Ich muss meine Holy Vow. Nein. You dare! You dare! Onward to destruction. Der sitzt hinten hinterm Fluss, da kommen wir nicht ran. The challenge! Stop this!